Willkommen zurück, liebe Freunde, in Treskamuckern zum Fremo-Treffen. Ich hatte das letzte Mal hier an dieser Stelle gesagt, es ist eine neue Farbe dazugekommen, das Orange auf dem Plan. Und genau das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Ich weiß auch noch nicht, ob es jetzt ein Teil wird oder zwei. Ich habe jetzt hier im Moment 24 Minuten Videomaterial. Da man aber ab und zu mal zu einem oder anderen Bild ein bisschen mehr erzählt, kann sein, dass es ein bisschen lang wird. Deshalb werde ich es wahrscheinlich aufteilen. Wir schauen uns jetzt mal die gesamte Strecke an und ja, sind hier wieder in Kronberg. Haben hier ein Einfahrtssignal, was uns freie Fahrt signalisiert. Haben hier einen wunderschönen Bahnhof namens Allagen, der also sehr, sehr schön gestaltet ist und vor allem, naja, eben nicht so eine Platte ist. Ne? Das ist halt so 3D, also die Welt in 3D nachempfunden. Der nächste Bahnhof, den wir hier sehen, ist der Bahnhof Zernsdorf. Der liegt original an der Strecke zwischen Königs Wusterhausen und Grunow. Dann haben wir so eine wunderschöne 90-Grad-Kurve. Haben hier Johnsdorf als Betriebsstelle. Haben hier eine wunderschöne Brücke, die in 3D gedruckt wurde, mit einem 3D-Drucker. Und dann geht es in den Bahnhof Schwarzbach. Tja, und dahinter haben wir noch eine Kohlegrube, die hier im Rohbau noch zu sehen ist, die, mit der wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Teil etwas genauer beschäftigen. Zurück in Kronberg. Wir sehen also jetzt gleich hier wieder im Vordergrund quasi unser Gleis, was dann nach Schwarzbach führt. Und hier ein Personenzug, der sich jetzt in Richtung Schwarzbach bewegt. Und dann kommt hier noch ein Güterzug aus Glastal. Das ist dann aber die andere Strecke, die wir im letzten Teil uns angeschaut haben. Die nächste Station, wie schon erwähnt, ist Allagen. Und ja, da gibt es sehr, sehr viel zu sehen, weshalb ich hier mal wieder viele Fotos gemacht habe. Da kann man hinschauen, wo man will, ist alles top gemacht. Ist einfach eine Freude, sich das anzuschauen. So, hier haben wir noch eine Firma, die mit, also im Modell natürlich, ne, nicht in Realität, die mit Marmor handelt. Das ist also hier so dargestellt, dass dann hier die Marmorplatten verladen werden.
Auch hier werden Wagen zugestellt. Also die beiden Lehren erstmal abgestellt. Ich nehme an, dass die dann an den Zug wieder dran sollen. Und die beladenen Wagen werden jetzt hier in den Anschluss hineingeschoben und dann dort entladen. Abkuppeln, die anderen beiden Wagen wieder dran und ab geht's auf die Strecke. Hier ist dann noch ein, fährt noch ein Personenzug durch. Mit zwei Güterwagen noch hinten dran. Hier noch ein anderer Personenzug. Also hier fanden noch Zugkreuzungen statt. Ja, hier kommt etwas Ungewöhnliches angefahren. Zum einen, was das Lichtsignal angeht, das wäre jetzt die Bedeutung, dass der Zug eine Falschfahrt macht. In Epoche 1 und 2 hat man das da so angezeigt. Die Lok selber ist eine sogenannte Strothmann-Lok. Wer den Kanal immer schlecht gelernt kennt, der kann dort also den Bau dieser Lok nachverfolgen. Der Kessel, so viel sei schon mal verraten, ist übrigens 3D-Druck. Ja, und dann gibt es noch zwischendurch schöne Landschaftsteile. Das sieht so ein bisschen hier so ein bisschen nach Kalksteingegend aus. Die Lok, eine sächsische 3BT, aufgearbeitet. Also es ist nicht das Originalmodell, die ist also auch verbessert mit neuen Rädern und wahrscheinlich auch einen neuen Rahmen, weiß ich jetzt nicht so genau, ich habe es ja noch nicht in der Hand gehabt. Die ist so den ersten Teil des Treffens munter gefahren, also meine, ich habe ja auch eine, die fährt zweimal hin und her und dann ist sie fertig. Ja, dann haben wir hier wieder unsere Strothmann-Lok, also eigentlich eine GS81, also Baureihe 55, hier allerdings noch in der Epoche 1. Ja, mit einem sehr sonderbaren Lichtsignal, also zweimal rot, einmal grün, also da muss ich sagen, komme ich jetzt gar nicht klar. Das habe ich keine Ahnung, was das jetzt hier das jetzt G8, ne? Von der Bedeutung hat. Da muss ich einfach mal nachfragen. Also es ist ja so programmiert, dass die Lok, also sozusagen die Lichter praktisch einzeln irgendwie in verschiedenen Farben da zu beleuchten sind, und aber zweimal rot und einmal grün habe ich im Signal nicht gefunden. Da muss ich einfach mal nachfragen, ob das hier ein Versehen war oder was auch immer. Wir sind übrigens hier am Bahnhof Zernsdorf, das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen. Ja, dann müsstest du über die Weiche richtig gehen. Sozusagen in unserer Reihe der nächste Bahnhof ist, der auch noch nicht so ganz fertig ist, aber immerhin schon, ja, komplett grün. Also, da fehlt noch das eine oder andere Gebäude und dann ist glaube ich, irgendwie fertig sein. Also, genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aufnahme versaut. Was war das denn? Das Modul ist ein bisschen runtergerutscht. Da hat sich gerade der Zug verhakt. Ja, ein bisschen was Besonderes sind diese Häuschen, die nicht original sind in Zernsdorf. Die sind eigentlich bloß provisorisch draufgestellt, weil die Originalhäuschen noch nicht fertig waren. Das hat er ja auch in seinem eigenen Video über das Treffen erzählt. Die stammen aus dem Besitz von Herbert Köfer. Das ist also in der DDR eigentlich Schauspieler, den wirklich jeder kannte.
Der hatte also offensichtlich auch eine Modelleisenbahn und ob das jetzt hier selber gebaut ist oder irgendwelche sehr alten Bausätze, kann ich jetzt leider so nicht sagen. Ja, hinter Zernstorf ist ja noch die schön gestaltete Kurve, die wir jetzt hier nochmal sehen. Da sammeln sich jetzt schon wieder die Kameraleute hier. Bilder zu schießen oder Videos zu machen. Ich war wie gesagt nicht der Einzige, der hier ein Video gemacht hat und bei weitem noch nicht der Erste. Das erste Video ging ja schon einen Tag nach dem Treffen dann online. Also das war richtig, da war jemand richtig fleißig. Hier wird unsere 3PT, die hier im Bahnhof einfährt. Ja, und dann haben wir, das ist dann schon der Gegenzug, auch wieder mit der 3PT, mit dem Blick nach Schwarzbach. Hier vorne ist erstmal Johnsdorf. Hier dann auch ein Personenzug zwischen Schwarzbach und Zernstorf. Schwarzbach war dann auch so ein bisschen die Heimat diverser sächsischer Lokomotiven. Hier eine Baureihe 71 mit Sounddecoder. Ja, Signal wollte nicht so richtig, da musste dann mit Ersatzsignal gefahren werden. Hier haben wir noch ein Bild von Johnsdorf, also mindestens ein kleines Stückchen. Ich glaube, mir ging es mir eigentlich um das Ladegut, was ich da fotografiert habe. Schauen wir nach Schwarzbach, dem vorerst letzten Bahnhof hier in dieser Folge. Hier haben wir mal einen Blick über das Bahnhofsgelände. Hier gibt es dann auch so diverse Besonderheiten. Es gibt nicht nur sächsische Fahrzeuge, sondern wie hier sächsische Signale. Das ist komplett 3D gedruckt. Also bis auf den Antrieb natürlich, ne? Und wir haben hier wieder unsere 3BT, die mit dem Personenzug jetzt gleich in den Bahnhof einfährt. Vorher aber noch über die schöne Brücke. Das hatte ich ja schon erwähnt, auch die ist im 3D-Druck entstanden. Allerdings natürlich nicht im Ganzen, sondern in Einzelteilen. Das hätte ja so nie in den Drucker reingepasst. Also zumindest nicht in den Resin-Drucker. Hier nochmal das Signal und nochmal die ganze Anlage, der Lokschuppen, den Triebwagen, den wir auch schon gesehen haben. Mal hier so ein schöner Schwenk über die ganze Bahnhofsanlage. Ja, und was haben wir hier? Ein mechanisches Stellwerk. Das ist also jetzt das zweite, was, naja, das ist vielleicht nicht, weil die Tschechen haben auch noch welche, aber in dem deutschen Teil quasi das zweite, was hier zu sehen ist. Hier gibt es auch einen kleinen technischen Unterschied, weil das ist, die Vorlage hier ist ein sächsisches Stellwerk. Da ist die Grundstellung dieser Hebel unten. Na, also das, was er zuletzt hier bewegt hat, ist die Fahrstraße. Jetzt wird das Signal gestellt und der Zug kann einfahren. So sehen die aus, wenn sie roh gedruckt sind. Ja, und mit diesem Signal sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Das ist übrigens ein Bausatz von der Firma Beckert.
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus.